Kannst du gar nicht mal lesen. Erstmal tief Luft schnappen. Erstmal tief Luft schnappen. Dubai war es in letzter Zeit so heiß, da konnte man echt draußen so schwer atmen, weil es einfach so heiß ist. Und wir haben gerade mitbekommen, dass man hier draußen in München gar keine Maske mehr tragen muss. Das ist total ungewohnt, weil in Dubai einfach überall draußen Maskenpflicht ist. Na dann. Da ist jemand ganz happy. Wir teilen uns jetzt auf. Die Männer gehen jetzt das Auto abholen, dass das auch gleich daheim ist. Und wir fahren zu unserem neuen Zuhause, checken ein, weil ich habe euch ja erzählt, wir haben ein Apartment. Angekommen in unserem neuen Zuhause. Happy. So, erstmal durchatmen, gleich alles angeschaut. Ich werde euch jetzt alles auch kurz in der schnellen Roomtour zeigen. Und dann muss ich die Küche einräumen, denn meine Schwiegermutti war schon einkaufen. Also Lebensmittel hat sie eingekauft. Und zur Drogerie fahren wir jetzt gleich noch gemeinsam. Wir müssen einfach alles kaufen. Von Windeln, Milch, Zahnbürsten, Duschgel, einfach alles. Also ich glaube, dass das hier entweder Mias Zimmer wird oder unser Schlafzimmer. Ja, ein großes Bett, sogar ein Fernseher drin und ein großer Kleiderschrank. Die werden wir heute definitiv direkt einräumen. Also alle Koffer werden heute ausgepackt. Ja, und dann haben wir hier einen ganz langen Flur. Hier noch ein Zimmer. Das werden wir, denke ich, hauptsächlich als kleines Büro nutzen, aber wir werden auch wahrscheinlich versuchen, dass Kyla teilweise vielleicht auch schon im eigenen Zimmer schläft, schlafen will. Das heißt, da kommt auf jeden Fall noch ein Babybett hin oder halt dann hier, je nachdem, wo sie schlafen will. Ja, morgen werden wir zu meiner Mama fahren, da werden wir nur noch ganz viel holen, weil die hat im Dachboden noch ganz viele Spielsachen, auch meine Schwiegermutter hat noch ganz viele Spielsachen für die Kinder und auch so ein Laufstall, also Gefängnis. So gerne ich das immer auf Instagram sage, wo man einfach mal Kyla reinmachen kann und die da spielen kann und nicht abhauen kann. Genau. Deswegen, ja, mal schauen, wo das dann alles hinkommt. Also da wird dann die nächsten Tage auf jeden Fall noch ein bisschen persönliche Liebe hier reinfließen in diese Wohnung. Ja, dann gehen wir mal durch. Willst du mir helfen hier? Ich zeige gerade hier die Badezimmer. Okay, ich zeige hier mal die Wohnung fertig. Also hier ist ein Badezimmer mit Dusche. Ich finde, die sind sehr, sehr schön. Ja, und hier, also da ist das eine Badezimmer gewesen. Hier ist direkt ein zweites Badezimmer. Diesmal aber mit Badewanne. Also wir haben auf jeden Fall genug Platz. Und jeder, der Kinder hat, weiß, wie gut es ist, eine Badewanne zu haben. Ja, auf jeden Fall. Hier geht's weiter. Was? Ja, wir packen jetzt gleich alles aus, okay? Oma hat eingekauft. Ich laufe hier noch einmal kurz durch diese Bude. Hier ist das Esszimmer und der Wohnbereich. Finde ich auch sehr, sehr schön. Schaut euch das mal an.
Also da werden wir uns auf jeden Fall wohlfühlen die nächsten Wochen. Und da hinten ums Eck ist dann die Küche. So, und hier ist die schöne, große, geräumige Küche. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Ich liebe ja dunkle Küchen. Wir hatten ja in der alten Wohnung auch schon eine dunkle Küche. Ich finde das einfach so schön. Ja, auf jeden Fall werden wir die jetzt gleich einräumen, denn natürlich werden wir hier ganz normal einkaufen, ganz normal kochen, ganz normal essen, ganz normal leben die nächsten Wochen. Fällt's dir, Mia? Ja. Ja, okay. Au. Was? Was war das denn? Die haut sich gerade voll den Kopf an. Und das ist die Lebensmittelkiste von der Oma. Die werde ich jetzt ausräumen und bin mal gespannt, was sie alles eingekauft hat. So. Gucken wir mal, was hier alles gibt. Eier, Joghurt, Wurst. Oh, was ist das? Salatdressing. Das ist Salat, das ist nicht. Oh, es gibt Essen. Ja, so, guck ich mal nachher weiter. Das sind wir auf jeden Fall mal für die nächsten Tage schon mal ausgestattet, was Frühstück angeht. Oh yes, oh yes, oh yes. Das ist für Domi. Oh yes, oh yes. Was für dich? Was heißt für Domi? Hallo, das ist weg, bis der Domi kommt. Das war die Dattel. Oma! Also wenn ich gerade die Wahl habe zwischen Toffifee und Datteln, greife ich dahin. Oh. So. Und jetzt guck mal. Meine Schwiegermama ist heute Morgen einfach aufgestanden, ne, und hat was Leckeres für uns gekocht. Und zwar das Lieblingsessen. Ne? Lasagne! Von Tommy. Oh. Ist noch warm. Da freue ich mich jetzt drauf. Ich glaube, in das Zimmer bin ich noch gar nicht reingegangen. Wir haben hier noch ein drittes Schlafzimmer. Das hat Mia schon in Beschlag genommen. Ja, seht ihr auch schon am Bett, da ist sie schon rumgehupft. Ja, ist das dein Kinderzimmer, Mia? Ja, mit Oma. Mit Oma, also ziehst du ein? Ich ja, okay. Schaut euch die große Maus an. Viel zu spät aufgenommen, die ist gerade voll weit gelaufen. Bravo! Oh mein Gott, mein Schatz! Super! Groß, ey! Mama ist so stolz auf dich! Bravo! Bravo! Wir haben hier auch so schöne Tassen, dass ich sie euch zeigen muss. Das finde ich richtig geschmackvoll. Und ah, ein Toaster, es sind noch Töpfe drin. Also es ist wirklich eine voll ausgestattete Küche. Wir müssen da also nichts kaufen, was ich sehr, sehr gut finde. Ja, hier oben noch Schüsseln, da Capri-Sonne und Teller. So, jetzt werde ich natürlich auch gleich mal den Kaffee ausprobieren. Ich gehe jetzt dann nämlich einkaufen und muss dann auch die richtigen Kapseln besorgen. Aber erstmal der Geschmackstest. Unter anderem. Daddy is back. Hat viele andere Koffer gefunden. Mein Koffer. Aber ich finde, wir sind mit relativ wenig Gepäck nach Deutschland gekommen. Jetzt geht die Shopping-Tour los. Yay, Endbock. Ja, eigentlich wollte ich mit meiner Schwiegermama gehen, aber die ist jetzt mit Mia zu sich nach Hause, damit Luca und Mia auch ein bisschen spielen können. Deswegen muss mich mein Göttergatte begleiten und er freut sich riesig. Ich kann nicht kaum abwarten. Ich warte schon mal an der Kasse. Nein, aber ich muss ehrlich gestehen, ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass es nicht so windig ist gerade. Ich freue mich total, denn den DM, den vermisse ich in Dubai. Sehr. Sehr, sehr, sehr. Ich nicht. Lasse die Spiele beginnen. Und schau mal, wie süß der Domi aussieht mit der FFP2-Maske. Also viel zu klein, dieser Scheißmann. Gibt es auch verschiedene Größen. Dumbo! Da. Okay. Das muss umso schneller gehen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Einkaufswagen, einen ganz großen.
Also wir brauchen von A bis Z einfach alles. Ja, richtig deswegen geil. Laufen wir jetzt Gang für Gang mit extra viel Liebe. Wir sind einfach drei Schritte rein und ich habe jetzt schon leicht Wirkreiz. Und der Einkaufswagen ist noch leer. Aber ich bin mir sicher, das ändert sich gleich. Duschgel. Ja, gibt's ja hier. Nimm einfach das. Das ist Duschgel. Ja, aber du musst ja auch gucken. Ihr Feuchtigkeitspflegend ist doch super. Geh Schokolade. Leg mir meine Rappen, geh mal noch zwei Schritte zurück. Ich komme hier nicht durch. Da ist der Ausgang. Ja, aber ich muss ja hier gucken. Okay. Also ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wie man so lange ein Duschgel aussuchen kann. Lass mich mal durch, dann hole ich mir schon mal meine drei Artikel, die ich brauche. Du bleibst mit dem Einkaufswagen hier. Drei Artikel, da bin ich ja mal gespannt. Hol mal du dein Duschgel, das du brauchst. Ich von mir aus dusche mich auch mit einem Frauenduschgel. Also, hier ist Herrenduschgel. Und ich greife jetzt einfach hier rein und nehme das hier. 5 in 1. Duschgel. After Sport. Regeneration. Klasse. Nehme ich. Also der Einkaufswagen ist voll. Keine Ahnung, ob wir jetzt alles haben, aber auf jeden Fall mehr als genug erstmal. Wir sind wieder zu Hause. Wir haben den ganzen DM leer gekauft. Das tat so unheimlich gut. Ja, Domi ist jetzt weiter, kümmert sich um Handyverträge. Also einfach, dass wir hier Internet haben die nächsten Wochen. Genau. Und ich bin hier und versuche eigentlich Koffer auszupacken. Aber Kyla ist so unruhig. Ich weiß nicht, die ist so komplett aus dem Rhythmus gerade, obwohl es nur 2 Stunden Zeitverschiebung ist. Aber einfach unregelmäßig wird ihre Mittagsschläfe gemacht. Und in Dubai ist jetzt 20.14 Uhr. Meine Uhr ist noch nicht umgestellt. Das heißt Schlafenszeit für Madame. Aber in Deutschland ist ja erst 18.14 Uhr. Das heißt, ich versuche sie jetzt noch eineinhalb Stunden auf jeden Fall wach zu halten. Und ich sage euch, ein Kind, das müde ist, wach zu halten, ist... Ja, jetzt glaube ich, dass ich gar nicht mehr zu so viel komme heute. Aber was ich nur sagen wollte, ich habe ja vorhin darüber gesprochen, wie sehr ich den DM vermisst habe. Wisst ihr, was ich noch vermisst habe? Ja. Deutsches Fernsehen. Sofern ich Zeit habe, die nächsten Tage, werde ich mir auf jeden Fall das ein oder andere reinziehen. Ja, das hat man halt in Dubai nicht. In Dubai gucken wir eigentlich gar kein Fernsehen oder halt Netflix. Was machst du, mein Schatz? Ha? Ich bin so stolz auf mich, so stolz auf mich. Ich habe einfach meinen kompletten Kleiderschrank eingeräumt. Das ist alles, was ich mitgenommen habe. Ja, Jogginganzüge, Kleider, Oberteile da unten, Hosen, Blazer, Sommersachen. Ja, das sollte reichen. Jetzt sind wirklich alle Koffer ausgeräumt. Der Koffer von den Kleinen habe ich auch ausgeräumt und alles andere auch. Der einzige Koffer, der noch ausgepackt werden muss, ist Domi seiner. Und das kann man ihm noch gar nicht übel nehmen, denn er war den ganzen Tag einfach unterwegs. Also ich muss sagen, ich bin durch. War ein vollgepackter Tag. Auf jeden und Fall. Ich bin jetzt schon ins Bett zu fallen. Ich habe das Gefühl, ich bin zu gar nichts gekommen. Dein Koffer ist auch noch der einzigste Koffer, der voll ist. Ja, meiner war aber auch der am schnellsten gepackt wurde. Also ist das kleinste Problem. Nee, aber wir machen jetzt hier Schluss, die Kids sind schon im Bett. Und wir sind alle gehen jetzt auch schlafen. Ja, wir werden auf jeden Fall einige Videos hier in Deutschland drehen. Es steht sehr, sehr viel an die nächsten Wochen. Oh, ja. Es wird nicht langweilig und wir versuchen natürlich so viel, wie es nur geht, immer festzuhalten. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abonnement und dann sehen wir uns die Tage wieder. Gute Nacht.